turn up. Moin Leute, hier ist wieder euer Sultai. Es ist Sperrzonenzeit. Ja, willkommen zu The Walking Dead Survivors. Ja, Sperrzone, Server 147 SCT gegen Server 152 Tops. Von Tops grüße ich den Kev und natürlich auch alle anderen und unsere Leute natürlich auch. Ja, das war ein Sperrzonenkampf auf sehr hohem Niveau. Vom SWAT-Fahrzeug bis zu den Gemüsekarren, ja, von Ezekiel Level 70 bis 120, es war alles dabei. Eigentlich ein richtig gutes Spiel. Nur leider waren wir drei Mann weniger und das macht schon einen Unterschied aus. Aber wer gewonnen hat, schaut euch das Video an im Hintergrund. Ne, hier seht ihr SWAT-Fahrzeug und ja, ja, da kannst du nichts gegen machen. Ja, hier die Bombi, ne, Ezekiel, SWAT-Fahrzeug, ja, Kavallerie schlägt Nahkampf, ne, das kennen wir ja, das ganze Thema. Und ja, die Prozentpunkte, das ist immer, ja, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ich muss aber auch sagen, sie haben die Sperrzone sehr gut aufgehübscht, sag ich mal. Man weiß jetzt ganz genau, wo man, in welchem Gebäude man steckt, ne, wo man stationiert ist. Grafisch ist das auch ein bisschen aufgewertet, das Interface, oben rechts die Karte, ne, mit den Bereichen, mit der Zone 1, 2, 3 und 4. Und ja, was sie machen könnten, wäre der Heilungsbutton auf 8 Minuten, ich weiß nicht, 4 Minuten wäre besser. Weil wenn du da mal hier von Ezekiel getroffen wirst, ne, wie hier Kev, der knallt ja alles weg, dann hast du schon mal einen Tag Heilung, die kannst du schon mal die ganzen Beschleuniger wegwerfen, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Da kannst du 100 Stunden ansparen und machst du einmal Sperrzone, dann sind die 100 Stunden auch schon weg. Aber gut, es kommt immer darauf an, wie man spielt, was man machen muss, wo man zugewiesen wird. Ja, einige haben auch gebrannt. Wie gesagt, es war alles vertreten, ne? SWAT, die Gemüsekarre und was weiß ich nicht alles. Viele Niederlagen. Aber schaut euch das Gameplay im Hintergrund an. Ich spiele euch ein bisschen Musik ein, wir hören uns im nächsten Video und wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, liken oder kommentiere. Das wird mich am meisten freuen. Ja, das ist das beste Feedback, was es überhaupt gibt. Wir hören uns im nächsten Video, macht's gut, euer Sultai.